Liebe Freunde, ist wieder so weit. Thomas ist bei mir. Sau geil. Du hast das wirklich gemacht. Oder? Ja, sicher. Liebe, im Sitzen, im Spiel stehe ich nicht so oft, gell? Nein, im Sitzen tue ich ein bisschen leichter. Jetzt machen wir gleich einen nächsten Sticker und dann erzählen wir was. Und was haben wir ausgesagt? Wirtin. Grüß dich Gott, Frau Wirtin. Geht's dir nicht? Eins, zwei. Aber mach mal eine zweite Strophe. Das ist schon wesentlich besser gelaufen, gell? Oder? Was ist nächsten für ein Spinner? Ein Schneewalz, oder? Können wir probieren. Jetzt machen wir, weil es ja auch ein Schneewalz die letzten Tag, machen wir einen Schneewalz an. Weiß nicht, ich bin von Salzburg, da schneit es ja nicht. Thomas, ah ja, Thomas, wo bist du? Von Salzburg, Lamprechtshausen. Genau. Jetzt machen wir noch kurz, weil es so lustig ist, einen Schneewalzer, oder? Ja, können wir noch. Und dann hat er damals noch eine Spezialversion, die müssen wir dann vielleicht kurz vorführen. Ja. Die gibt es nicht online, das ist im Bulka-Forum dann. Aber wenn wir uns erst mal Salz an. Ich habe dir vorher ein zweiter schön angesagt, gell? Mit. Ja, ja. Also du darfst bei den Videos aber auf 2 ein bisschen schneller stellen. Nein. Ich sag schon, Thomas, als müssen wir dann noch ein paar Langsamen lernen, gell? Ja, aber ganz gemütliche, ja. Schade gewesen. Genau, so richtig. Ein langsamer, dass der Bass schön langsam ist. Aber natürlich ab und zu mal schnell spielen, ist mir auch. Vor allem wenn spielt er immer mal öffentlicher schon, oder? Bei Auftritt? Ja, öffentlich. Ich mal beim Spätzeln oder beim Wirtermann. Vielleicht kurz für unsere Zuschauer,
Wie lange spielst du jetzt Steinisch? Ist schon so ein kleiner Bub oder? Nein. Jetzt sind es genau 7 Monate. Also eigentlich auch schon kurz angefangen? Vor kurzem angefangen und alles über deine Seiten und halt voll super hin. Tagt dir gut. Ja, voll. Und auch, da grüßen wir ein paar Kollegen, gell, oder? Ja, da grüßen wir ein paar Kollegen. An Martin auf alle Fälle, weil mit denen habe ich angefangen, das ist ein Arbeitskollege von mir. Genau, und auch mein hat auch schon wieder motiviert, gell, wenn ja. Angefangen. Und total schön, weil halt, weißt du, und alles soll nur, alles frei, gell? Alles frei. Alles eine Minuten. Ich meine, natürlich, wenn ich mich daheim im Garten hinsitze und spiele ganz allein, wo mich keiner sagt, dann läuft das alles ein wenig besser, da ist ein wenig nervös und ein wenig, weiß nicht, ja. Wir haben schon gesagt, dass daheim spielst du halt allein, ja. Und jetzt spiele ich mich, mein Herz nicht so gut und... Das ist oft was, was mich dann ausschmeißt, wenn einer einen zweiten noch begleitet oder mitspielt, dann tue ich mich schwer, dass ich mich selber her und dann... Mir gefällt es viel leichter, wenn ich selber da so dahin spiele, dann... Das ist auch ganz anders. Und also, er hat zuerst die Listen am Trüm schon ein paar durchgespielt, also die Frau Wirtin und so, also, glaube ich, wie viele Stücke hast du? 25? Nein, so viel sind es nicht. Oder 15? Ja, 15, 20. Aber trotzdem Sticker. Super eigentlich, ja. Wir haben jetzt eine ganze Stunde so auswendig gespielt und sicher sind ein paar Fehler drin, aber einfach lässig, so frei. Ja, das ist schon klasse. Das ist echt cool. Und ich glaube, die Frau Wirtin so, zum Beispiel, die hast du erst seit ein paar Tagen, oder? Ja, das ist nicht so lange, ne? Und du merkst jetzt schon, dass mit jedem Lied besser geht, oder? Ja, sicher. Und die Lied, wo ich mir am Anfang sehr schwer getan habe, da denke ich mir jetzt dann oft, das gibt's ja nicht, wir haben nicht bei den Lieden mal schwer da können, das ist ja voll leicht. Ja, es ist halt dann, du steigerst dich aber wieder, das ist schon gut. Genau. Na cool, dann wünschen wir die Kollegen, vielleicht können wir die Kollegen auch mal vorbei. Ja, die nehmen wir mal mit alle und dann machen wir nochmal ein Video, wo wir alle da herinnen stehen. Ja, also viel Spaß mit der Steirischen weiterhin und bis demnächst, wenn Thomas wieder einmal. Servus, für dich. Ciao. Thank you.